In Schulschrift? Oh, der Fuchs. Ist das geil? Das ist das perfekte Outfit für ein Christkindlmarkt. Geil. Hey, super. Liebes Publikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge After Hour der Late Night Show. Das ist unsere letzte Folge, bevor wir uns in die wohlverdienten Weihnachtsferien begeben und Sie dann ab nächstem Jahr wieder hier begrüßen. Apropos Weihnachten, sind Sie auch schon so in Weihnachtsstimmung wie ich? Ich bin schon ganz verzaubert vom Geist der Weihnacht. Und bei uns in Salzburg geht es ja sowieso immer ein bisschen früher los als bei den anderen. Also ab Mitte November fangen die Christkindlmärkte an, sich wie so ein Tumor durch die ganze Stadt zu verbreiten. Dann braucht man wieder eine Stunde länger für jeden Weg, weil die Touristen den Weg versperren. Ach, es ist eine schöne und sehr stille Zeit bei uns. Wobei wir auch nicht ganz ungefährlich leben in Zeiten des Christkindlmarkts. Ich habe zum Beispiel erst letzte Woche in einer Tageszeitung gelesen, eine sehr erschreckende Schlagzeile: Mirabellplatz, Trickdiebe erbeuten Geld am Weihnachtsmarkt. Es ist gefährlich auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, und das Schlimme ist, diese Diebe, die sind einfach davongekommen. Die Polizei hat sie nicht gefunden, aber wir in der Redaktion konnten die Identität Gott sei Dank klären. Wir kannten die nämlich schon vom letzten Jahr, die Diebe. Das sind die Glühweinverkäufer, die einem pro Tasse 5 Euro mindestens aus der Tasche ziehen, ohne Pfand. Und das Schlimme ist, es sind Wiederholungstäter. Also vielleicht überlegen, ob man auf den Christkindlmarkt geht oder ob man es lieber sein lässt und vielleicht zu Hause den Advent genießt. Aber nicht mal da ist man sicher. Die Salzburger Nachrichten haben jetzt Gott sei Dank wieder, um Ihnen eine sichere Adventszeit zu bescheren, einen kleinen Guide gegeben, was man so beachten muss, damit die Bude nicht gleich abfackelt. Und im Rahmen meines Serviceauftrags bei FS1 habe ich für Sie jetzt die drei wichtigsten mal zusammengeschrieben, damit Sie auch sicher durch die Weihnachtszeit kommen. Zum Beispiel haben wir da als erstes: Christbäume sollten erst kurz vor dem Weihnachtsfest gekauft werden und bis dahin möglichst im Freien gelagert werden. Ja, was soll der Weihnachtsbaum auch in der Adventszeit drinnen? Erklärt sich ja von selbst. Dann die Kerzen, der größte Brandherd eigentlich. Kerzen sollen zu darüberliegenden Zweigen einen Mindestabstand von 25 cm aufweisen. Ja? Also wenn Sie da bei der Länge schummeln, dann riskieren Sie nicht nur Ihre Frau, sondern möglicherweise auch Ihr Wohnhaus. Immer abmessen. Und die Nummer 3 ist: Christbäume und Adventskränze nicht übermäßig lange in Wohnräumen lagern. Mein Tipp für Sie daher: schmeißen Sie am 25. gleich den Baum mit den Verwandten raus, dann sind alle Brandherde beseitigt. Und wenn Sie es aber doch mal rauszieht und Sie so mutig sind und auf den Christkindlmarkt gehen wollen, ja, dann ergibt sich manchmal die Gelegenheit, da muss man, wenn man so am Tisch steht, mit dem Gegenüberliegenden ein Gespräch anfangen, und so Meister des Smalltalks sind wir nicht alle. Aber da hat unsere Außenreporterin eine ganz tolle Sache gefunden, nämlich den idealen Einsteiger für den Smalltalk. Fragen Sie doch das nächste Mal einfach: Was machen Sie da? Wir wollten einfach nur ganz blöd fragen: Was machen Sie hier? Ach so. Was wir da machen? David hier und die andere Urlaub hier. Warte. Are you drinking? Very much. Planlos herum in der Gegend. Positively too. Es war wunderbar. Spazieren gehen? Sie gehen spazieren? Ich gehe spazieren, ja. Oder geht der Hund mit Ihnen spazieren? Was ist das jetzt für Fragerei? Bei dem Schiedwetter will man ja auch nicht so lang laufen, oder? Das genügt, ja. Das Wetter könnte besser sein. Nur einmal vor und dann wieder zurück. Nein, nein, wir haben gerade einen Apfelstrudel genossen. Respektive einen Topfenstrudel. Über was plaudern Sie so an einem Sonntagnachmittag im Mirabellgarten? Über alles Mögliche.
Übers Kochen. Über Gott und die Welt. Übers Kochen, über ich Sterben. Hauptsächlich übers Kochen, weil ich jetzt so gern kochen tue. Ich bin schon 24 Jahre Witwe und jetzt habe ich 24 Jahre keinen Apfelstrudel mehr gekocht. Und jetzt auf einmal mache ich mir 1000 Apfelstrudel, weil es mich plötzlich wieder freut. Haben wir gesagt, gehen wir mal durch den Mirabellgarten. Jetzt, wo die Stadt mehr uns gehört. Excuse? Ich meine, ohne die, unsere Gäste, die mir zwar immer willkommen sind, aber es ist dann einmal schön, also mehr allein zu sein. So einfach kann es manchmal sein, oder? Einfach mal fragen, was man da macht und schon haben Sie das beste Gespräch der Welt an der Hand. Also mehr für den Christkindl. Herr Schütz, begrüße! Hallo! Herr Kleintaler, sind Sie betrunken? Riecht man es? Ja, Christkindlmarkt, hallo! Ja, wir waren jetzt mit ein paar vom Team auf dem... Ich darf jetzt, glaube ich, nicht sagen, wie mein Lieblingspunschstand heißt. Also er hat... Sie trinken aber in fünf Buchstaben und ist, wenn man vom Süden kommt, das ist so ziemlich der Erste. Ist das zu viel Werbung? Also ein Glühwein, ich sage Ihnen, das ist ein Wahnsinn. So ein Glühwein, den haben Sie noch nicht. Sagen Sie mal. Trinken Sie mal. Herr Kleintaler, Sie trinken im Dienst, das darf nicht mal ich. Das ist der Marillenpunsch. Oh Gott, haben Sie mir jetzt meine Post mitgebracht oder die von irgendjemandem ganz Fremden? Herr Kleintaler, wir sind live, das wissen Sie doch. Haben wir einfach ein bisschen mitgebracht von dem Christkindlmarkt? Eine Zeitung, wer glaubt es? Willkommen im Winterwunderland. Ja. Mit haben Sie offensichtlich Rente und rote Nase schon gut auskundschaftet. Und die rote Nase? Das ist die wirkliche Rechtfertigung. Pflichttermin Weihnachtsfeier. Sie waren doch auf unsere gar nicht eingeladen. Das war jetzt unsere Weihnachtsfeier. Sie waren nicht. Oder gab es eine Parallelveranstaltung? Nein, natürlich nicht. Sie waren doch das Kollegen. Nein, Sie sehen Schwein, die, das da nicht hingegangen ist, oder? Ja, weil ich arbeite. Ja, da. Das macht unbeliebt und gibt Sie wissen, dass man sich auf einer Weihnachtsfeier gerne den Ruf ruiniert. Und dass das Folgen haben kann und dass Sie im Dienst nicht trinken dürfen. Ich bin mit 3 neuen Mitarbeitern per Du, ja. Wow. Ja. Mit dir natürlich nicht, weil du, sie wollen ja nicht. Na, ich bitte mir doch. Was haben wir da? Zunder für die Partnersuche. Ich kann das Kleingedruckte nicht mehr lesen. Ja, sie können auch das andere, glaube ich, nicht mehr lesen. Zunder für die Partnersuche. Haben wir alles schon besprochen. Teenies. Das ist cool. Wann hatten Sie den ersten Sex? Herr Kleintaler ist ein bisschen indiskret, live on air. Erster Sex mit einem festen Partner. Sie unterschätzen die heutige Jugend, ja? Sie gehören ja selber noch zur heutigen Jugend. Oh, Herr Kleintaler. Ja? Na, ich soll lassen Sie aber nicht einsetzen. Sie hatten wahrscheinlich Sex gleich mit dem ersten richtigen Freund. Geben Sie es zu. Und Sie hatten sechs Glühwein innerhalb der ersten Stunde. Ja. Ich gestehe. Da können Sie jetzt nichts mehr drauf sagen. Das ist überhaupt das Coolste. Sex mit Liebe ist besser. Ja. Trinken mit Verantwortung auch. Das nehme ich jetzt meiner Frau mit, gell? Ja, das können Sie behalten. Und Sie können eigentlich auch das behalten, denn ich glaube, ich sage es Ihnen jetzt schon zum dritten Mal, dass Sie das in mein Büro bringen sollen. Das können Sie auch hinter die Ohren schreiben, bezüglich Partner, weil Sie sind immer so aus dem Ei herausgebellt und glänzen sogar die Fingernägel. Bitte schauen Sie, Fingernägel glänzen. Ja, Herr Kleintaler, bei mir legt es ja auf, dass ich Arbeitsdreck unter den selbigen habe. Sie könnten sich auch mal herrichten. Wer will perfekt sein? Weil Sie einen perfekten Mann? Sie ist out. Sie ist völlig out. Das ist... Diese Sendung sollte aber perfekt sein, aber solange Sie hier arbeiten, wird das sicher nichts, Herr Kleintaler. Kommen Sie, wir starten eine neue... Sex mit Liebe ist besser. Ja, das wollte ich Ihnen... Ja, schon immer gibt es nämlich mit dir. Das nehmen Sie jetzt Ihrer Frau mit und... Ja, das dürfen Sie behalten und... Einmal nachschenken, bitte. Einmal Herr Kleintaler, ein Weihnachtswunder. Ich brauche ein Weihnachtswunder. Normalerweise haben wir ja unsere Musiker immer im Studio. Wenn sie aber schwer zu fassen sind, dann muss man auch mal rausgehen und sie vor Ort besuchen. Genau das habe ich heute gemacht und habe mich selbst zum Stuzi eingeladen. Und jetzt kann ich nicht willkommen zu dir sagen, weil ich bin willkommen bei dir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Ja, im Moment bin ich wirklich so in einer eigenen Songschreiberwelt. Also wenn man sagt, okay, ich will jetzt wieder was Neues rausbringen,
dann hört man auch relativ wenig rechts und links. Das, okay. Man schaut sich viele Konzerte an, ist aber dann eigentlich gleich einmal verstört und sagt, das wollte ich jetzt gar nicht hören, das sind wieder zu viele neue Einflüsse, weil ich saug relativ viel auf, so den Schwamm. Ja, das ist eh super. Die Musik bestimmt ja dein ganzes Leben. Eigentlich schon. Also das ist natürlich jetzt wirklich so. Das ist wie im Gitarrenwunderland sozusagen. Ja. Nimmst du dir dann manchmal einfach irgendeine, die dir gerade gefällt und spielst einfach los? Das ist wirklich der Vorteil, wenn man sowas hat. Also sind feine Schätzchen dabei. Ja. Welche würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich hier so sitze? 80er Jahre LA. 80er Jahre LA, Metal, das ist ja eben nicht mein Spezialgebiet, sag ich mal. Aber es geht du hast dieses Black and White Ding, muss jetzt natürlich auch die Black and White Rickenbacker. Die ist natürlich großartig, würde die jetzt passen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das passt wahnsinnig heute. Ja? Ja. Und du wählst deine Gitarre aber nicht nach dem Outfit aus? Immer. Immer, wirklich? Bist du so eitel? Wenn man aus dieser Pop... Bei Popmusik gehört das Styling ja zu 70% dazu. Wenn man nicht irgendwie so aussieht, Frisur zum Beispiel, das gehört ja alles dazu. Man kann ja irgendwie so einen Matten haben und sagen, ich bin jetzt Pop. Frisur ist ganz wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. Auch Hut, gefährlich. Ich würde so gerne Hüte tragen, ich habe so einen großen Kopf. Willst du mal aufsetzen? Ja, du müsst ja sehen, was mein Problem ist. Aber wieso? Was würdest du mit dem Hut jetzt spielen? Eben, dann hat man ein bisschen dieses Introvertiertere. Man verdeckt ja, verdeckt so und so. Aber es bleibt halt wirklich da oben über dem Hirn stehen. Und ich finde keinen Hut, finde ich. Okay, dann müssen wir nochmal einen Hut kaufen gehen. Und bis dahin empfiehlst du mir Gitarre. Ich bleibe jetzt dabei mal so, weil wie gesagt, ich brauche jetzt ein neues Image. Aber ohne Hut ist auch gut, muss ich dann ehrlich sagen. Dann nehmen wir ihn weg. Wir sind ja hier flexibel. So ein bisschen die Haare, hast du gerade gesagt. Super. Ja, ich bin eigentlich ziemlich heiß auf eine Kostprobe. Mhm. Würdest du mir mal was Neues von dir vorspielen? Du hast schon erzählt, du bist richtig brodelnd im Songschreiben drinnen. Und ja, es ist immer spannend, weil jetzt habe ich natürlich ist es jetzt eine Premiere. Wow. Und der Song wird heißen Mirror on the Wall. Wird heißen? Wird heißen, also er heißt wahrscheinlich dann auch, aber vielleicht ist es zu plakativ, vielleicht heißt er einfach dann nur Suitcase oder so. Und es wird dann Moll. Das ist das schwarze Shirt, das macht es gleich ein bisschen düster. Ach, das ist nicht du? Ein Beispiel dabei hat. Das wäre vielleicht ein weißes Shirt. Das ist das schwarze Shirt. Dann spiel im Schwarzen. Das Ding ist, wir haben so viel erlebt mit unserer Band, dass einfach so viel unfassbar gute Sachen passiert sind, dass man und überwältigt ist von dem, was alles passiert ist, dass man schon weiß, was kann man noch eigentlich erleben in dem Leben, wo man sich eigentlich nichts erwartet hat. Wenn man mir gesagt hätte mit 18, dass ich mit Musik und mit Gitarren mein Geld verdiene, hätte ich gesagt, hallo, in Salzburg, wie soll denn das gehen? Oder, und es geht und es ist extrem lustig. Du machst mir richtig Mut. Also es ist noch nicht zu spät für mich. Nein, gar nicht. Ich kann auch die Moderation aufgeben und was Gescheites lernen und Musiker werden. Mädchen haben es da wirklich immer leichter, muss ich ehrlich sagen. Ehrlich? Ja. Wieso? Ich weiß nicht, wenn man Talent hat, also ganz einfach nur Mädchen sein hilft nicht. Also ein bisschen was
Du machst mir Mut. Ja. Ich sag mal vielen Dank für die Einladung. Das sage ich nie, weil ich lade ja eigentlich nicht immer ja. ein, aber das tut gut. Vielen Dank, Stuzi. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Freut mich. Alles Gute. Und vielleicht können wir dich dann nächstes Mal im Studio besuchen und dann, was heißt besuchen? Wir laden dich ein und dann kommst du mich besuchen und dann spielen wir zusammen. Sehr gern, wenn das Album da ist zum Beispiel. Genau, dann kommst du mit deinem Album und dann sehen wir uns mit Stuzi im Studio und dann bin ich wieder in meinen vier Wänden und sehe vielleicht schon wieder ganz anders aus. Zeit für Musik und ich habe mir heute zwei junge, sehr erfolgreiche Damen eingeladen, die das hier zu verbrechen haben. Das sind die Typhoid Marys, die ich heute im Studio begrüßen darf. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Die heute voll ausgestattet mit Cajon und Gitarre bei uns sind und ihr Album vom letzten Jahr mit dabei haben, das sehr erfolgreich gelaufen ist. Wir sind am Jahresende, ihr könnt auf ein gutes Jahr zurückblicken, oder? Ja, schon. Also es hat sich sehr viel getan in dem Jahr. War zwar auch sehr anstrengend, weil Studium und Lehre, also ich habe jetzt vor kurzem die Lehre abgeschlossen. Ach, ihr seid gar nicht nur mit der Musik getraut, sondern noch nicht. Ganz noch nicht. Na, also es war jetzt eben spannend, sie hat jetzt den Bachelor abgeschlossen vom Studium, genau. Veranstaltungsmanagement. Da kannst du deine eigenen Konzerte managen. Ja, genau, das haben wir schon die richtige ausgesucht. Alles geplant. Und du machst? Ich habe Tapeziererin gelernt. Also okay. Ich habe jetzt eine Lehre abgeschlossen, ja, habe die Gesellenprüfung auch, also wir haben es fast zeitgleich gehabt eigentlich, dass sie den Bachelor hat und die Gesellenprüfung, das war dann also ihr seid so richtig im Herbst verschweißt. Ja. Mehr oder weniger, ja. Wir leben schon im gleichen Rhythmus irgendwie. Aber das ist gut für die Musik, oder? Wenn man so das Leben so genau. zusammen in gewisser Weise teilt und ihr kennt euch jetzt aber sicher schon länger, als ihr Musik macht, oder? Ja, also wir haben uns in der Schule kennengelernt, also im Oberstufengymnasium. Also das ist jetzt wie lange schon her? 8 Jahre oder so? Ja, viel zu lang. Auf eurem Album habt ihr ja, kann man lesen, wenn man reinschaut, auch noch andere Instrumente durchaus dabei. Ihr habt noch Unterstützung bekommen. Also ihr seid schon auch offen gegenüber anderen Instrumenten. Wir haben Unterstützung bekommen von einem sehr guten Mann. Der war jetzt auch vor kurzem öfter im Fernsehen zu sehen. Genau. Ein bisschen Werbung machen. Josef Stöllinger von Picanto. Dass das jemand kennt. Ja, und ich kenne den halt von meinem Bruder und dann haben wir ihn gefragt, ob er uns nicht aushelfen will, weil er einfach ein musikalisches Genie ist. Und das hat sie dann auch so rausgestellt bei der CD-Produktion. Also das dritte Lied von der CD ist im Studio entstanden durch seine Hilfe. Also er hat einfach gesagt, er macht jetzt einmal einfach drauf los und wir so, das ist cool. Das war echt. Mir habt ihr aber was vorbereitet genau. heute. Was habt ihr mir für einen Song mitgebracht? Also der Song haben wir eigentlich, den haben wir schon von Anfang an. Ja, so einer unserer ersten Songs. Mhm. Unser Aufhängersong. Genau, er heißt Suicidal. Und das war so das erste, was ihr zusammen wirklich gemacht habt? Oder? Eins von den ersten, ja. Ja, genau. Und ich meine, er ist ein bisschen schräg aufgebaut und ja, also öfter frage ich mich, wie das eigentlich zustande gekommen ist, aber während des Prozesses, wie wir den geschrieben haben, das war irgendwie so ein laufender Übergang. Ja. Das ist jetzt so eine abgelutschte Frage, ne? Wer schreibt die Songs? Aber ich höre, ihr macht das anscheinend zusammen. Ja, ja genau. Also das ist auch, der Albumname ist Bröckelchen und Diamanten und das ist so zustande gekommen, dass wir mal ein Interview gehabt haben und da ist halt so das aufgekommen, wer macht die Lieder bei uns und dann haben wir halt so gesagt, ja, ich wirf immer so die Bröckelchen rein, so ein paar Texte und Melodien und die Anne schleifst dann sozusagen zum Diamanten und so ist es eigentlich ganz genau. Okay, also das erklärt ja dann die Musik auch noch ganz gut, weil manchmal diese typischen Bandfragen, ich wehre mich immer, aber bei euch ist es wirklich, wirklich eine schöne, interessante Sache. Ja, und ich freue mich jetzt auch echt, den Song zu hören. Mhm. Im zweiten habt ihr uns auch noch mitgebracht, werden wir gleich hören. Und ich habe jetzt noch den Luxus, euch so exklusiv bei mir im Studio zu haben, aber nächstes Jahr dann in ganz Europa und wer weiß, auf was für großen Bühnen. Mal schauen. Ja, liebe Zuschauer, ich wünsche natürlich jetzt erstmal ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wer weiß, vielleicht sehen Sie die Typhoid Marys dann irgendwo anders. Wir sehen uns auf jeden Fall in Salzburg wieder und bis dahin wünsche ich ganz viel Spaß. Hier sind die Typhoid Marys. On the edge.
accidentally falling down. Unable to swim, consequently you drown. The gun on the temple while pulling the trigger. Drinking is good, especially poisonous liquor. You can keep